Liebe Zuschauer und Zuschauer, herzlich willkommen im WZ-TV-Studio, in dem wir heute Jürgen Hart begrüßen, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Herr Hart. Wir haben ein wichtiges, aktuelles Thema. Es soll hier gehen um Afghanistan. Ihr Parteifreund Norbert Röttgen hat vorgeschlagen, die Bundeswehr doch wieder hinzuschicken, um den Vormarsch der Taliban aufzuhalten, die jetzt verschiedene Provinzstädte schon wieder erobert haben, habe ich gelesen und gehört. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Sie haben den Vorschlag, glaube ich, etwas verkürzt zusammengefasst. Wir haben vor 20 Jahren entschieden, gemeinsam mit vielen anderen NATO-Staaten unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch mit anderen Staaten, die nicht NATO-Partner sind, in Afghanistan dafür zu sorgen, dass dieses Land kein sicherer Ort mehr ist für Terroristen, für die Al-Qaida-Terroristen, die ja 2001 Amerika angegriffen haben. Das war der Grund des damaligen Einsatzes. Und wir haben uns 2021, also jetzt vor wenigen Wochen, entschlossen, weil die Amerikaner entschieden haben, rauszugehen aus Afghanistan, diesen Einsatz auch unsererseits zu beenden, nach dem Motto gemeinsam rein, gemeinsam raus. Wir haben befürchtet, dass die Taliban in der Art und Weise an Boden gewinnen, wie das jetzt geschieht. Ich bin trotzdem entsetzt darüber, in welcher Geschwindigkeit das geschieht. Das war uns klar, dass dieses Risiko besteht, aber es gab angesichts der amerikanischen Entscheidung für uns keine Alternative dazu, jetzt etwa da zu bleiben. Und auch Norbert Röttgens Vorschlag, den ich nicht unterstütze, aber den ich insofern trotzdem ein Stück weit verstehen kann, der geht ja nicht davon aus, dass wir als Bundeswehr das jetzt machen, sondern er plädiert ja dafür, zu überlegen, ob man den Einsatz nicht wieder aufnehmen sollte. Und solche Überlegungen sollte man in jedem Fall anstellen. Gleichwohl sehe ich im Augenblick dafür keinen Anlass. Warum unterstützen Sie das nicht? Warum sehen Sie dafür keinen Anlass? Gibt es keine internationale Allianz dafür, keine Partner? Also das ist ja sowieso einmal zu klären, ob eine entsprechende Afghanistan-Koalition unter Führung der NATO oder Führung der Amerikaner wieder sich zusammenfinden würde. Das müsste zunächst besprochen werden auf diplomatischer Ebene. Das Zweite ist aber, dass wir natürlich in Afghanistan einen laufenden Friedensprozess in Doha haben. Und ich meine, die Bemühungen müssen jetzt darauf gerichtet werden, diesen Friedensprozess in Doha, also die Gespräche zwischen der afghanischen Regierung, den Taliban-Führern und den übrigen beteiligten Nationen der Region. Diese Gespräche, die stocken seit einigen Monaten. Das hat auch damit zu tun, dass die Taliban ja wussten, dass Amerika und die anderen abziehen werden. Ja, wenn man das nicht so ins Schaufenster gestellt hätte, wäre das sicherlich besser gewesen für den Friedensprozess. Das ist ein Ei, das uns Donald Trump ins Nest gelegt hat, mit seiner Entscheidung, mit seiner einsamen Entscheidung damals. Aber dieser Prozess muss vorangebracht werden und es muss meines Erachtens auch den Taliban klar gemacht werden, dass die gesamte wirtschaftliche Hilfe, die Afghanistan ja gegenwärtig erfährt, zur Disposition stehen würde, wenn das Land Grund- und Menschenrechte wieder nachhaltig verletzt. Das ist ja Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren nicht so gewesen. Wir hatten eine vergleichsweise freie Presse, wir hatten ein demokratisches System, vielleicht nicht nach deutschen oder nordrhein-westfälischen Vorbild, aber doch für die Region, für die Maßstäbe der Region doch sehr ermutigend. Die Bundesregierung erntet gerade Kritik wegen ihres Umgangs mit den Ortskräften, die dort die Bundeswehr unterstützt haben. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend Menschen da die Rede ist. Das Verfahren, dass diese Menschen selbst Ausreiseanträge stellen sollen, scheint irgendwie ein bisschen zu stocken, nicht zu funktionieren. Wie ist es wirklich? Wie sehen Sie das? Und welche Möglichkeiten gibt es diesen Leuten, die möglicherweise in Gefahr sind, noch aktiver zu helfen, als das jetzt zu geschehen scheint? Also die Bundesregierung hat einen klaren Plan. Das Verteidigungsministerium war auch in der führenden Rolle Fürsprecher für eine solche Lösung, aber es muss natürlich die Zustimmung des Bundesinnenministers und vor allem der Landesinnenminister geben, weil die Personen müssen ja irgendwo auch dann aufgenommen werden als Asylberechtigte. Es geht um einige hundert Ortskräfte, die in den letzten Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben und es geht um deren Familien, und zwar um deren engste Familie. Man hat definiert 5 Personen als Grenze, sodass wir von insgesamt einigen tausend Personen sprechen. Der Prozess ist nach meinem Kenntnisstand in vollem Gange. Die Bundesregierung ist etwas zurückhaltend damit, darüber groß und öffentlich zu reden, weil natürlich man verstehen kann, dass in dem Augenblick, wo das in Afghanistan breit bekannt wird, dass es doch erleichterte Möglichkeiten gibt, wir möglicherweise feststellen würden, dass der eine oder andere versucht, das für sich zu nutzen, ohne berechtigt zu sein. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass man über das, was man dort tut, nicht zu breit und öffentlich redet. Aber wir als Auswärtiger Ausschuss und die Kollegen im Verteidigungsausschuss haben ein scharfes Auge darauf, dass das auch geschieht, so wie wir das vereinbart haben. Es gab ursprünglich eine
Grenze. Da hatte man gesagt, die Ortskräfte, die innerhalb der letzten 2 Jahre für die Bundeswehr gearbeitet haben. Aber diese Grenze ist aufgehoben worden, schon seit einigen Wochen. Also auch diejenigen, die bereits deren Tätigkeit für die Bundeswehr länger zurückliegt, haben das Recht, gegebenenfalls einen Antrag auf Ausreise zu stellen. Wenn ich nochmal auf den Rückzug aus Afghanistan zu sprechen kommen darf. Sie haben gesagt, die Entscheidung, das haben Sie vor einigen Monaten gesagt, sei richtig und mutig. Im April haben Sie das, glaube ich, gesagt. Und vor wenigen Tagen kam Ihre Aussage, die Rückkehr der Taliban sei eben die bittere Konsequenz aus dem westlichen Abzug. Also war es also doch nicht richtig? Für die Bundeswehr war die Entscheidung richtig, weil wir nicht in der Lage gewesen wären, den Einsatz so fortzuführen, wie wir ihn durchgeführt haben und vor allem die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten. Die erste Aussage im April bezog sich auf die Bundeswehrentscheidung, die Bundesregierungsentscheidung des deutschen Rückzugs. Das, was ich kritisiere, ist die Art und Weise, wie die Entscheidung, den Einsatz insgesamt zu beenden, zustande gekommen ist. Ich glaube, dass wir mit RSM, also mit dieser Resolute Support Mission, die ja an die ISAF-Mission anknüpft, ich glaube, seit 2014 sind wir von ISAF in RSM, habe ich jetzt im Kopf, die war ja eigentlich ganz gut eingeschwungen. Also die Bundeswehr hat einen guten Ausbildungsauftrag gemacht. Wir haben im Übrigen auch in Afghanistan in den letzten Jahren keine gefallenen deutschen Soldaten mehr zugeschlagen gehabt. Sodass ich, wenn man mich gefragt hätte im UN-Sicherheitsrat, ich hätte gesagt, diesen Einsatz kann man auch 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre fortsetzen, um dem Prozess der Stabilisierung des Landes und vor allem dem Aussöhnungsprozess zwischen Regierung und Taliban ein Stück mehr Raum zu geben. Der Zeitplan ist gesetzt worden vom amerikanischen Präsident Trump. Der hat ein konkretes Datum genannt und das hat natürlich auf der Taliban-Seite dazu geführt, dass man sich erstmal gelassen zurücklegte. Auch auf Seiten der afghanischen Regierung, möchte ich klar sagen, hatte ich den Eindruck, dass man nicht daran geglaubt hat, dass es wirklich passiert und deswegen auch nicht bereit war zu Zugeständnissen in diesem Friedensprozess. Und dann ist es doch relativ rasch klar gewesen, dass auch unter einem neuen Präsidenten Biden, der diese Entscheidung aus innenpolitischen Gründen nicht rückgängig machen kann, dass dieser Weg nun beschritten werden muss. Aber ich bleibe dabei, es war ein Fehler, das so zu entscheiden. Es war ein Fehler, das time-based und nicht condition-based, wie man das neudeutsch sagt, also abhängig von Zeitpunkten und nicht von Fortschritten macht. Und ich glaube, dass wir im Deutschen Bundestag eine Mehrheit gehabt hätten, den RSM-Einsatz fortzusetzen, wenn es denn die gemeinsame Bemühung gewesen ist. Umgekehrt gab es keine Chance für uns, den Einsatz fortzusetzen, nachdem die amerikanische Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Wie groß ist denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Afghanistan wieder zu einer Terroristenschmiede wird? Abgesehen davon, dass natürlich alle Entwicklungen, die in den vergangenen 20 Jahren angestrebt worden sind, wie zum Beispiel Mädchen dürfen zur Schule gehen, wieder zurückgedreht werden könnten. Auch da gibt es ja schon erste Erkenntnisse, dass da die Taliban die Uhr zurückdrehen möchten. Erstens und zweitens, wie groß ist die Gefahr, dass andere Staaten der Erde dann das Einflussgebiet nutzen, das die westliche Welt jetzt sozusagen verlassen hat? Also ganz klar, mit der Entscheidung über den Abzug der westlichen Allianz in Afghanistan, ist klar geworden, dass wir ein Stück weit die Entwicklung des Landes sich selbst überlassen. Ja, es ist ja 20 Jahre auch Zeit gewesen für eine Regierung, für demokratisch gewählte Regierung, verschiedene demokratisch gewählte Präsidenten, das Land ein Stück weit zu stabilisieren und in den Griff zu bekommen. Ich selbst erinnere mich an sehr zähe Gespräche mit damaligen Präsidenten Ghani und ich erinnere mich an die enormen Schwierigkeiten, die es gab nach einer Präsidentenwahl, wo die sehr knapp ausgegangen war, wo man dann zwischen 2 verschiedenen Kontrahenten monatelang gerungen hat, wer denn nun das Sagen im Lande hat, statt dass man sich um die Entwicklung im Lande kümmert. Also die afghanische Regierung hat schon schwere Versäumnisse auf sich geladen. Also dass das in diesen 20 Jahren nicht deutlicher vorangegangen ist im Sinne einer eigenständigen Entwicklung, das ist etwas, was vielleicht nicht wir im Westen zu verantworten haben, sondern die Politiker im Lande selbst. Ich glaube, wenn wir jetzt den Einsatz zurückdrehen würden und würden wieder reingehen, könnten wir möglicherweise den Vormarsch der Taliban stoppen. Aber diese Frage, wie kriegen wir demokratische Kräfte in diesem Land entwickelt, die sich wirklich in den Dienst der gemeinsamen Sache des Landes stellen und nicht nur im Sinne ihres eigenen Familie oder ihres eigenen Clans agieren, die hätten wir dann auch nicht beantwortet. Da waren wir wahrscheinlich zu optimistisch, dass die Demokratie halt doch sich ihren Weg bahnt und eben nicht in korrupten Strukturen endet.
Allerdings sind die Fortschritte in Afghanistan in den 20 Jahren ja enorm. Also die Zahl der Schulkinder hat sich verzehnfacht, überwiegend natürlich dadurch, dass die Mädchen in die Schule gehen konnten. Das Durchschnittseinkommen hat sich auch deutlich verbessert. Die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen, ich glaube um 9 Jahre innerhalb der 20 Jahre. Also das ist ja ein richtiger Quantensprung. Es hat auch einen radikalen Rückgang von Säuglingssterblichkeit, von Müttersterblichkeit, also gegeben, was ein Indiz dafür ist, dass die medizinische Versorgung deutlich stark besser geworden ist. Und das haben die Menschen in Afghanistan natürlich alle positiv wahrgenommen. Und die Taliban müssen ein Interesse daran haben, die Unterstützung des Volkes nicht dadurch zu verspielen, dass sie das alles aufs Spiel setzen. Also sowohl die westliche Hilfe als auch die Fortschritte, die im Lande ja sichtbar da sind und an die man ja einfach anknüpfen könnte. Also wenn die Taliban sagen, Gesundheitswesen, Schulwesen und so, das soll so weiterlaufen, was die Erwartung, der Wunsch der westlichen Welt wäre, dann würde man dafür auch Geld geben. Dann könnte man das auch gewährleisten, egal ob das jetzt die demokratisch gewählte Regierung oder gar die Taliban. Kritisch wird es dann, wenn wie bereits Ende der 90er Jahre die Taliban entweder durch mutwilliges Agieren oder aber dadurch, dass sie einfach die Kontrolle verloren haben, fremden Terrorkräften wieder an Boden. Ich glaube nicht, dass die Taliban selbst eine Gefahr internationalen Terrorismus in sich bergen. Ich glaube aber, dass ein Land, in dem die Taliban herrschen, nicht resilient genug ist, zu verhindern, dass wieder ausländische Terroristen, also zum Beispiel Usbeken, Pakistani, Iraner, sich in diesem Land festsetzen. Und dann müsste man natürlich die Frage, genau wie 2001 im UN-Sicherheitsrat, neu bewerten. Dass jetzt möglicherweise Russland, China, die arabische Welt, vielleicht auch der Iran versucht, Einfluss auf Afghanistan zu gewinnen, das müssen wir in Kauf nehmen und auch ein Stück weit hinnehmen, weil wir ja entschieden haben, uns unsererseits aus der politischen Einmischung in diesem Land, aus der militärischen Unterstützung der Regierung zurückzuziehen. Auch das hätte man durch eine Verlängerung des RSM-Mandats natürlich zumindest abschwächen oder hinauszögern können, aber das werden die nächsten Jahre zeigen. Das größte Problem ist tatsächlich, dass die Taliban Grund- und Menschenrechte wieder systematisch verletzen. Das wäre dann schrecklich für die Menschen im Lande. Das wäre eine große Enttäuschung für uns. Aber es wäre noch nicht automatisch wieder die gleiche Situation wie 2001. Zeigt diese Entwicklung nicht auch, dass Europa und auch die NATO viel zu sehr von den Amerikanern abhängen und von deren Gutdünken? Die Amerikaner haben den Großteil des Einsatzes getragen. Im Übrigen Deutschland an Nummer 2 oder Nummer 3, je nachdem, welches Jahr man nimmt. Ja. Also die Briten waren mal stärker als wir, dann waren wir wieder. In der letzten Zeit waren, glaube ich, wir stärker. Aber das Kräfteverhältnis war von den 100.000, 110.000 ausländischen Soldaten, die in Afghanistan im Höhepunkt eingesetzt waren, waren 6.000 aus Deutschland und 85.000 aus Amerika. Also das war die Größenordnung. Und insofern, und auch kostenmäßig, haben die Amerikaner letztlich über 80% der Kosten des Einsatzes getragen, weil das immer das Prinzip ist, dass die Stellernation auch die Kosten trägt. Da hat man in den letzten Jahren vielleicht versäumt, mit den Amerikanern zu reden, ob man da möglicherweise eine andere Lastenteilung hinkriegt. Sie kennen diese Debatte auch aus der NATO. Ich stehe ja auf dem Standpunkt, dass wir mehr Verantwortung auch in diesem Bereich übernehmen müssen und mehr bereit sein müssen, gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen zu bezahlen. Und das würde sinngemäß, hätte das auch für den Afghanistan-Einsatz gegolten. Ob das die Entscheidung der Amerikaner, jetzt relativ kurzfristig abzuziehen, tatsächlich verändert hätte, weiß ich nicht. Weil in Amerika gibt es eben auch eine tiefe Enttäuschung in der Bevölkerung, dass die Afghanen, ich sage es jetzt sehr salopp, wie man das an einem Kitchen Table in Amerika sagen würde, die Sache nicht selbst in den Griff kriegen. Und dann sagt man, jetzt haben wir ihnen 20 Jahren geholfen und es klappt immer noch nicht und jetzt sind sie auf sich selbst gestellt. Also das ist ja auch eine Haltung, die man nachvollziehen kann, wenn man das auch aus dem Bauch heraus betrachtet. Und diese Betrachtungsweise ist in Amerika über die Parteigrenzen und Bevölkerungsgruppen hinweg weit verbreitet. Deswegen hatte meines Erachtens Biden auch keine Chance, jetzt einen Neuanfang einer Diskussion an der Stelle zu machen. Und die amerikanische Regierung hat dann der deutschen Bundesregierung und den anderen Partnern, also der neue Außenminister Blinken, sehr frühzeitig signalisiert,
Es bleibt dabei bei dem Abzug. Anders als andere Fragen, der Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland wird ja nicht durchgeführt, genau, was wir begrüßen, weil die Standorte ja gut sind, aber eben in Afghanistan, so wie Trump es quasi vorgesehen hat. Sie haben gerade über die Friedensgespräche in Anführungszeichen gesprochen zwischen afghanischer Regierung und den Taliban. Wie realistisch ist das denn? Wie, also geben Sie uns vielleicht mal einen Einblick, die afghanische Regierung, also wie finden diese Gespräche tatsächlich statt? Wie sind die organisiert? Wie sind die unterstützt? Also es hat in Doha lange Streit darüber gegeben, wer an den Gesprächen teilnehmen darf. Es hat lange Zeit auch die Verweigerung der Teilnahme an diesen Gesprächen durch die Taliban gegeben. Das war natürlich in erster Linie Zeitspiel, so würde ich das interpretieren, weil sie halt wussten, es gibt ein Abzugsdatum, das ja ursprünglich sogar schon im Mai lag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja ein klein bisschen rausgeschoben worden, aber eben nur um wenige Wochen. Und es hat dann aber eine Verständigung gegeben über das Format und es gibt dann Verhandlungsrunden, wo man nicht zusammen verhandelt, aber wo man im gleichen Gebäude oder zumindest in der gleichen Stadt, das ist ja da unten in Doha, gibt es ja gute Hotels, ich vermute, das sind dann zwei benachbarte Hotels, wo die jeweiligen Camps sind. Und dann wird untergehandelt durch Vermittler, wo die Regierung von Katar auch eine Rolle spielt, aber viele andere auch, UN natürlich vor allem. Und dann gibt es erste Begegnungen von Unterhändlern der jeweiligen Gruppen, aber es ist alles natürlich nicht so, wie man das ursprünglich sich vorgestellt hat. Und es hätte halt vielleicht tatsächlich noch 1, 2, 3 Jahre gebraucht, bis man tatsächlich gemeinsam an einem Konferenztisch sitzt und anfängt, konkrete Papiere zu schreiben. Ja. Und die Forderung der afghanischen Regierung finde ich legitim. Sie sagen, die Grund- und Menschenrechte, so wie sie in der afghanischen und Demokratieprinzipien, wie sie in der afghanischen Verfassung festgeschrieben sind, stehen nicht zur Diskussion. Ja, also wohl wird die verfassungsmäßige Ordnung geändert werden müssen, aber jetzt nicht in dem Teil Artikel 1 bis 20, würde man im Grundgesetz sagen. Das ist, allein das zu akzeptieren, ist für die Taliban zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, nicht möglich. Also sie könnten es. Aber sie müssen halt wissen, sie kriegen die Bevölkerung, sie sind ja eine Minderheit im Lande, sie kriegen die Bevölkerungsmehrheit und auch die Vermeidung von Bürgerkrieg nur hin, wenn sie in irgendeiner Weise auch Zugeständnisse machen und bestimmte Dinge zulassen. Sie wollen ja auch nicht ein Land regieren, in dem ständig Bürgerkrieg herrscht und das wirtschaftlich am Boden liegt. Zweitens, sie werden auf westliche Hilfe beim Entwickeln des Landes nur vertrauen dürfen, wenn sie halt bestimmte Prinzipien einhalten. Und vielleicht muss diese Botschaft noch nachhaltiger gegenüber den Taliban-Führern aller Seiten vorgetragen werden. Und dazu hätte es wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht. Und deswegen bedauere ich, dass diese Abzugsentscheidung so datumsfixiert getroffen worden ist. Ich kritisiere aber nicht, dass die deutsche Regierung entschieden hat, den Einsatz auch zu beenden, weil es eine Überforderung und Überschätzung unserer Möglichkeiten gewesen wäre. Wenn wir generell eine stärkere europäische Fähigkeit hätten, vielleicht schon seit längerer Zeit auch als Europäische Union stärker in diesem Einsatz engagiert gewesen wären, dann hätte man die Frage vielleicht auch anders beantworten können. Letztlich ist doch der Rahmen mit Amerika der wirkmächtigste. Ja. Das Thema wird uns wahrscheinlich noch einige Jahre beschäftigen, fürchten wir alle. Für diese Zeit, für heute erstmal vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute bei weiteren Verhandlungen, falls Sie beteiligt sein sollten. Wir werden es ja mitbekommen. Aber ich habe den Doha-Chefunterhändler getroffen vor einigen Wochen. Der war verhalten optimistisch. Bin ich sicher, ob das immer noch seine Haltung ist. Wir drücken uns mal die Daumen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Gerhard. Danke.